Whenever I perform Bach, I tell my singers that I feel like I'm a better person. Ich schätze an ihm seine Klarheit, seine unfassbare Tiefe und die Kraft, das Ohr, das Herz, das Hirn zu reinigen. Bach-Musik ist für mich alles, wirklich, seit ich ein Kind bin. Also Bach für mich ist meine Seele. Das Tolle an der Musik Bachs ist, dass immer der Erlösungsgedanke darin steckt, das Paradiesische. Je mehr man sich mit Johann Sebastian Bachs Musik beschäftigt, desto mehr findet man. Und es ist eben genau das, dass er es geschafft hat, wie auch immer, alles, was der Mensch fühlen, was er denken, was er empfinden kann, das irgendwie so in Musik auszudrücken, dass es auch wir heute noch genauso nachempfinden können. Die Idee, eine Bach-Akademie in Weimar zu machen, liegt natürlich eigentlich auf der Hand. Helmut Rilling hat Bach-Akademien in aller Welt gemacht, aber erstaunlicherweise noch nie in diesem Stammland Bachs, in Thüringen, in all den Orten, in denen er gewirkt und gelebt hat. Und für uns als Festival war es eine langjährige Überlegung, wie können wir bleibende Effekte setzen, sowohl beim Publikum als aber eben auch bei den Interpreten. So ist die Idee entstanden, zu sagen, wir müssen Menschen aus aller Welt nach Thüringen holen, nach Weimar und sie hier dazu bringen, Bach zu spielen. Das Zentrum der Bachschen Musik ist die Musica Sacra, also die geistliche Musik. Und wenn man Bach wirklich kennen will, muss man seine Kantaten kennen. Das ist die Werkkategorie, wo er immer von Neuem versucht hat, Werke zu schaffen, die Neues zu sagen haben. Performing Bach is a spiritual journey. Each of these cantatas takes us on a trip, a meditation, a reflection on various issues. And I feel that Bach tried to share ways to better understand life and to accept the joys and the sorrows of life. Okay, of course, when you have this text, wie ein Tod, den anderen fraß, could you take your time? Do not rush this, yeah? And ein Spott needs to be very short, yeah? Sort of staccato, yeah? Contrast to the den anderen fraß, now really staccato. Could we get Die started? Tatsache, dass wir 63 Leute in diesem Jahr aus 18 Ländern haben, zwingt natürlich alle dazu, sehr offen zu sein. Es ist ganz spannend zu erleben, wie sich vom ersten Tag alle aufeinander einstimmen müssen. Die Musiker kommen aus Chile, zum Beispiel aus Hongkong, und haben einen anderen Zugang zur Musik, manchmal, wenn sie woanders herkommen. Und das stößt dann hier alles zusammen. Und das ist sehr, sehr spannend. Also ich glaube, dass die Musik ein neutrales Kommunikationsmittel ist, das für alle Nationen verständlich ist. Und da entstehen Emotionen, die zueinander führen, anstatt voneinander weg. Musik
Leute haben vorher noch nie zusammen musiziert. Das ist neu. Und nun begegnen sie einander und sie entdecken, dass sie dasselbe lieben. Alle interessieren sich für diese Musik und wollen mehr über diese Musik erfahren. Hamlet has such a great sense of wonder about this music. This music is hundreds and hundreds of years old, and he has spent more than 60 years with this music, and yet he still finds awe in what Bach has written. Wir wollen alles wirklich Bach genießen und wir wollen alle Helmut Rilling wirklich kennenlernen. Und wir wollen wirklich seine Weisheit kennenlernen. Und das ist ganz besonders. Und das macht eine Verbindung zwischen uns alle, die ganz magisch ist. Und auf der anderen Seite gibt es diese sehr menschliche Sache, wir trinken zusammen ein Bierchen oder ja, das ist immer sehr locker. Viel Glück und viel Segen, auf all deinen Segen. Gesundheit und Freude, sei auch mit dabei. Bei diesen Projekten habe ich immer das erlebt, dass es dadurch, dass man über einen relativ langen Zeitraum so eng beieinander ist, man macht jeden Tag viele Stunden zusammen Musik und geht dann abends noch weg und so, dann entsteht so eine Verbindung und es ist so eine Art andere Welt. Das, was man sonst hat, ja, es ist eine Blase. Das, was man sonst hat, das vergisst man und das spielt keine Rolle mehr und man macht einfach diese Musik. Und ich glaube, das hängt sehr viel damit zusammen, dass wirklich viele von so weit herkommen. Und hier zusammenkommen, um nur das zu machen. We'll get to go to 5 different cities. So first Weimar, we're already here. And then Mühlhausen, where he actually composed and performed the cantata that he wrote there. And then Arnstadt and Eisenach, right? Yes. I'm so excited because he composed and performed these cantatas in the churches that we will be performing and doing concerts at. So we will be stepping on the same floor, using the same organ maybe, you know, that Bach actually used. And that's what I find also incredible. You don't get that anywhere else. In den Konzerten merken wir, welche große Bedeutung es für Musiker hat, an historischen Orten zu sein. Es ist einfach etwas anderes, ob ich in einem Konzertsaal Bach spiele, als in einer Kirche im ersten Schritt. Und dann auch noch in einer Kirche zu sein, in der Bach selbst gewesen ist, empfinden die Musiker sehr stark. Wir sind hier in einer wunderbaren Kirche, in der Bach im Jahr 1708 gearbeitet hat. Und er hat für diese Kirche komponiert. Und ich finde das schon bedeutend, also hier in diese Kirche zu blicken
sich vorzustellen, dass diese Säulen, diese Chorfenster Bach erlebt haben und auf ihn geblickt haben, so wie sie heute auf uns blicken, das ist schon etwas Bewegendes. Hemet Filling is, oh, it was such an amazing experience because in this church to sing this music, it's a once in a lifetime opportunity. The genius of Bach comes like from the fact that he's so humble also and dedicated like all of his life to God. Hence there's like no ego in his music somehow. It's all like for the greater good and the divine. He may be like the person that brings me the closest to God somehow. I find God in Bach all the time. Bach's music speaks to people from all different religions. I think that there are universal messages that people understand and can reflect on and consider in relationship to their own spiritual journey. Whether that would be Buddhist or whether that would be Christian or whether that would be from the Jewish faith. These are global ideas. Man kann schwer beschreiben, was die Hintergründe der einzelnen Leute sind. Sie sind verschiedener Nationalität, gehören verschiedenen Religionen an, wachsen in verschiedenen politischen Systemen auf. Und das beeinflusst junge Menschen natürlich. Und es ist nicht schwierig, sie hier zusammenzuführen, auf einen Chorklang hinzuarbeiten, auf einen Sinn der Interpretation zuzugehen. Also es ist für mich eine Freude, mit diesen jungen Leuten zu arbeiten, so verschieden sie sind. Christus, Gottes Sohn. I think it's important for Helmut to work with young musicians because I think he cares very deeply about passing on this tradition. This music is incredibly rich, but it's also very complex, and there are so many layers to it. And I think he wants to make sure that future generations are able to understand this music in the way he has understood this music. All sein Recht und sein Gewalt. Das ist eine tolle Erfindung, sowas so zu machen. Es ist so eine der Stellen, die man nicht vergisst, wenn man sie einmal gehört hat. Bach schreibt, da bleibt nichts und dann bleibt nichts. Plötzlich eine Pause, wo gar nichts mehr da ist. Dann sagt er im Piano, den Todsgestalt. Also Todsgestalt heißt,
Die Realität des Todes ist verschwunden. Nur noch so ein fahles Abbild des Todes ist da. Also hier die Gesprächskonzerte sind ein Format, das Helmut Rilling in dieser Form erfunden hat. Er hat früh bei den Konzerten festgestellt, dass das Publikum es zwar sehr genießt und sehr schön findet, aber doch vieles nicht versteht. Also das Luthersche zugefügte Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. I think it was an exciting week of discovery for everybody, and our camaraderie is increasing. It's a very moving experience to be part of this. My heart is beating so fast. It was so fun. It was exciting and emotional and wonderful. Dass in der Zukunft ich könnte so eine Erfahrung für andere Leute machen. Es ist viel mehr als nur Musik. Ich habe mit so vielen verschiedenen Ensembles auf der ganzen Welt gearbeitet. Ich kenne diese Musik, wie sie dort und da gemacht wird. Und hier diese jungen Leute bringen diese Dimension hinzu, aus der die Musik natürlich entstanden ist, der Enthusiasmus, etwas sagen zu wollen, es auszudrücken, es mit Freude oder mit Nachdenklichkeit zu unterschreiben. Und das haben die Leute in einer ganz wunderbaren Weise gemacht. Es hat mich persönlich sehr berührt.